Ja, liebe Wummus-Freunde, hier bin ich wieder und ich bleibe 2 Nächte auf dem Camping- und Bungalowpark Aldea. Der liegt bei El Rocio oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall direkt an dem Wallfahrtsort. Da habe ich auch schon ein Video zu veröffentlicht. Hier seht ihr mal, wie der Platz aussieht. Also es ist ein relativ großer Platz, der auch sehr viele Bungalows zu vermieten hat. Es gibt aber auch eine Menge Stellplätze. Die Plätze sind großzügig und die Straßen auf dem Platz bestehen nur aus Sand und die Plätze sind auch alles Sandplätze. Hier in der Rezeption vorbei geht's rein. Die Schranke öffnet sich automatisch, liest, glaube ich, das Kennzeichen von deinem Auto, sobald du dich registriert hast. Und hier gibt es dann das erste wichtige Schild. Ich konnte das nicht interpretieren. Ich glaube, das bedeutet, man darf maximal 10-mal hupen hier. Danach ist Hupen verboten. Irgendwie so ähnlich. Die Plätze, wie gesagt, seht ihr hier mal links und rechts. Großzügige Plätze mit Hecken abgetrennt. Und ich zeige euch jetzt mal eines der Waschhäuser. Die Waschhäuser sind relativ einfach, aber völlig ausreichend. Also typische Campingplatz-Waschhäuser mit Toiletten und Waschbecken und eben Duschen. Die Duschen haben alle einen ganz kleinen Vorraum, das seht ihr dann gleich mal. Und es gibt eben ganz normale Toiletten mit Toilettenpapier. Also alles, was man braucht in einem, würde ich sagen, durchschnittlichen Campingplatzstandard. Ja, Toiletten habt ihr jetzt gesehen, lange genug gesehen. Jetzt gehen wir hier mal wieder raus. Es gibt hier so Pendeltüren innerhalb des Sanitärgebäudes und dann ist man auch ruckzucki wieder draußen durch diese Flatterbänder. Und hier seht ihr mal ein paar von den Bungalows. Ich bin mal durch diesen Bungalow-Bereich ein bisschen durchgelaufen. Es gibt verschiedene Arten von Bungalows. Es gibt also irgendwie diese Fertig-Bungalows, die es mittlerweile auf vielen Campingplätzen gibt. Also die fertigen Häuschen, die so am Stück angeliefert werden und dann hier stehen. Und dann gibt es aber auch richtige kleine gemauerte Bungalows. Und es ist ein richtig kleiner Bungalow. Park, würde ich mal sagen. Fand ich ganz nett. Ich bin da mal durchgelaufen. Es war kein Mensch da. Ich habe niemanden gestört, denke ich mal. Und dann gibt es eben auch diese Art Holzbungalows. Und und das Ganze eben in einem gewissen Bereich des Campingplatzes konzentriert. Und da kann man sich dann einmieten. Die waren, glaube ich, größtenteils alle klimatisiert. Und ich vermute mal stark frequentiert in der Zeit, wo die Wallfahrt läuft. Ja, wie gesagt, dieser Campingplatz liegt wirklich super um den Ort El Rocio oder El Rocio zu besuchen. Die Straßen leider sehr matschig wegen des vielen Regens, ausnahmsweise mal so viel Regen und genau da war ich da. Ja, es gibt auch einen Sportplatz, der Zaun ist ein bisschen demoliert, da habe ich mal die Kamera durchgehalten und dann gibt es daneben noch einen kleinen Spielplatz, also der hat jetzt nicht so viel zu bieten für die Kinder, fand ich. Und dann gibt es direkt hinter der Rezeption auch noch einen großen Bereich mit einem Schwimmbad. War jetzt noch nicht geöffnet, aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird das Schwimmbad auch geöffnet. Wasser war im Becken, also dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, dann ist das hier geöffnet. Liegen lagen auch schon alle draußen. Direkt daneben oder ein Stückchen neben dem Schwimmbad, also stört dann glaube ich nicht beim Schwimmen, gibt es dann diesen Entsorgungsbereich für Grauwasser und da kann man sich auch mit Frischwasser versorgen, da kann man sein Wohnmobil drauffahren. Ja, der Rost, wo das Wasser reinläuft, liegt am Ende. Da kommen die meisten Wohnmobile wahrscheinlich gar nicht so hin. Also das Wasser läuft irgendwie über die Betonfläche, bevor es den Rost erreicht. Ist natürlich, wenn es warm ist und das Grauwasser auch so ein bisschen muffelt, vielleicht nicht ganz so praktisch. Ja, Chemietoilettenentsorgung ist an den Sanitärgebäuden. Ja, wenn man ein bisschen vom Campingplatz rausläuft und sich dann links hält, dann kommt man zu diesem Restaurant.
und das ist vielleicht 200, 300 Meter weg von der Rezeption und hat auch einen schönen Innenbereich. Und in diesem Restaurant, da gibt es, ihr seht da hier hinten rechts auch eine Tür, da geht es in einen kleinen Minimarket und da kann man sich ein bisschen was zu essen holen. Ja, für mich geht es jetzt weiter zu den Schiffen von Columbus und dann macht es mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.